Take you up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon im Hintergrund gut erkennen könnt, wir timen heute einen Elefanten und ich zeige euch, wie es am besten geht. Ihr braucht ein paar Sachen dafür, ein Tier-3-Sattel, Korn und Bolas. Was ihr jetzt damit machen könnt, ihr müsst dieses Korn unten rechts in den Inventarslot ziehen, wie bei anderen Tieren auch. Das ist eine Passiv-Tamung und wo man dieses Korn findet, ist bei B2 unten auf diesen vier Inseln. Da findet man recht häufig noch Korn. Also eigentlich ist ja jede Map genau gleich, also solltet ihr bei B2 auch Korn finden. Ihr könnt das anpflanzen oder einfach mitnehmen. Was noch gesagt werden soll, ist, das Korn, das verfällt richtig schnell. Also am besten habt ihr so einen Kühlschrank dabei. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wie man einen Kühlschrank macht bei Atlas. Am besten macht ihr einen Kühlschrank und dann macht ihr das da rein, bis der Elefant am Boden liegt. Und dann holt ihr es ab und dann gibt ihr es ihm. Wie ihr schon gesehen habt im Video, ich schlage den wieder so runter, dass er fast kein Leben mehr hat. Und was ihr jetzt noch braucht, ist die Bola und die werft ihr ihm einfach an. Ans Gesicht oder irgendwo, der muss einfach am Boden. Ich habe euch jetzt einen coolen Trick, wie man den füttern kann, ohne geschlagen werden. Man muss sich von hinten anschleichen und dann zwischen die Ritze da gehen. Ich spule jetzt die ganze Scheiße mal vor, weil das geht echt lange, so einen Elefanten zu tamen. Der frisst echt langsam. Und ja, ich will euch das echt ersparen. Wir sind jetzt beim letzten Mal tamen angelangt, also letztes Mal füttern angelangt. Und Leute, ihr müsst wirklich aufpassen, weil überall schwirren Leoparden oder Löwen oder Tigers rum und die fressen eure Elefanten. Die sind richtig scharf auf diese fetten Elefanten, weil die so viel Fleisch dran haben. Und ja, was ihr jetzt damit machen könnt, ihr müsst zuerst diesen Tier-3-Sattel ausrüsten. Den kann man ja machen in dieser Tannery. Und den Rest vom Korn könnt ihr ja ihm ins Inventar legen, dass er sich besser erholt. Was ihr jetzt mit diesem machen könnt, er farmt echt schnell Holz und Stroh. Es ist wirklich übertrieben, der ist so krank bei dem. Und ja Leute, wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.